Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Stellen wir uns Berlin in Zukunft vor. Es gibt immer mehr ältere, alleinstehende Menschen. Bildlich gesprochen, nach der letzten Prognose, in 15 Jahren ein Bezirk mit über 80-Jährigen und zwei weitere mit 65 bis 80-Jährigen. Gibt es dann noch Seniorenwohnhäuser? Wo und wie werden alte Menschen wohnen? Sie brauchen oft barrierefreie Wohnungen, sie können häufig nicht mehr umziehen, sie sind auf ihr soziales Umfeld und ihre vertraute Umgebung angewiesen. Wohnen muss für sie vor allem bezahlbar sein, damit der Rest des Einkommens für lebensnotwendige, aber auch für schöne Dinge des Lebens reicht. Eins ist sicher, die Renten sind es nicht. Die Altersarmut steigt und die Wohnkosten spielen dabei eine große Rolle. Und vor diesem Hintergrund ist es unverantwortlich, Seniorenhäuser in öffentlicher Hand weiter an Private zu verkaufen oder sogar aufzugeben. Die Berliner Seniorenwohnanlagen sind eine Besonderheit. Auf der Grundlage von sogenannten Grundstücksleihverträgen mit verschiedenen Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften wurden Ende der 60er bis Mitte der 70er Jahre Seniorenwohnhäuser im Westteil Berlins errichtet. Nach zahlreichen Verkäufen in der Vergangenheit und bis heute sind noch 27 dieser Häuser mit 2039 Wohnungen im Eigentum des Landes Berlin, der Bezirke oder der städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Es sind durchweg bezahlbare Wohnungen mit Kaltmieten von 3 bis 6 €. Und das ist ein kleines, aber für die Wohnraumversorgung bedeutendes Segment, das jetzt endgültig wegzubrechen droht. Denn Bezirke, die einen Teil der Wohnanlagen als Fachvermögen besitzen, sind in der Bredouille. Derzeit prüft etwa Steglitz-Zehlendorf die Zukunft eigener Seniorenwohnanlagen. Dazu gehört auch die Möglichkeit der Veräußerung. Instandhaltung und Instandsetzung waren in der Vergangenheit nicht ausreichend und jetzt drohen hohe Modernisierungskosten. Der Bezirk hat auf die Frage von Uwe Döring und mir ehrlich geantwortet. Das Investitionsvolumen für alle bezirklichen Immobilien beträgt demnach 2,6 Millionen Euro. Der Investitionsbedarf für die Seniorenwohnanlage rund 8 Millionen Euro. Damit ist klar, dass das mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht annähernd möglich sein wird. Andere Bezirke haben aus ähnlichen Gründen Seniorenwohnhäuser an Private verkauft, die nun die Mieten hochtreiben, mit dem Effekt, dass die Wohnungen nicht mehr mit der ursprünglichen Zielgruppe zur Verfügung stehen. Das darf nicht so weitergehen. Und was tut der Senat? Er lässt die Bezirke im Regen stehen. Er antwortet, wie wir es kennen. Den Bezirken stehe eine Globalsumme zur Verfügung und die Seniorenwohnhäuser lägen in ihrer alleinigen Verantwortung. Der Senat kann sich bei diesem wichtigen Thema aber nicht hinter Finanzlogik und Zuständigkeiten verstecken. Seniorinnen und Senioren finden bei ihm offensichtlich kein Gehör. Beispielhaft hat der DGB-Seniorenarbeitskreis daran erinnert, dass seniorengerechte Wohnungen ein lebenslanges Wohnen in vertrauter Umgebung ermöglichen sollen. Bisher hielt es der Senat nicht für nötig, Bezirke zu unterstützen, aber jetzt muss er handeln. Er muss für auskömmliche Zuweisungen für bezirkliche Seniorenwohnhäuser sorgen, nach unseren Vorstellungen in einem eigenen Haushaltstitel. Und wir sind sehr gespannt, wie sich die Koalition bei diesem wichtigen Thema zu einem entsprechenden Antrag von uns verhalten wird. Wir fordern einen umgehenden Verkaufsstopp an Private. Bezirke sind zu verpflichten, Seniorenwohnanlagen nur an das Land oder an eine städtische Wohnungsbaugesellschaft zu verkaufen. Der Instandhaltungsstau muss beseitigt werden, Modernisierung behutsam und im Einvernehmen mit Bewohnerinnen und Bewohnern durchgeführt werden. Seniorenwohnhäuser sind Teil der Daseinsvorsorge. Wir fordern daher eine individuelle Mietobergrenze in Höhe von maximal 1/3 des verfügbaren Einkommens. Auch der Rückkauf ehemaliger öffentlicher Seniorenwohnanlagen soll vom Senat geprüft werden. Wir finden uns nicht mit der pauschalen Antwort ab, das sei derzeit nicht beabsichtigt. Seniorenwohnhäuser müssen Teil der Geschäftstätigkeit von städtischen Wohnungsunternehmen werden bzw. bleiben. Sie sollen sie von Dritten, seien es Private oder Bezirke, erwerben. Für unseren Antrag haben wir viel Lob von Seniorenvertretungen erhalten. Deren Erwartungshaltung ist hoch. Der Antrag sollte bei der Koalition und beim Senat etwas auslösen. Und deshalb sind wir aufgeschlossen für Gespräche für einen Allparteienantrag. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Lompscher.